Moinsen, Freunde der Sonne. Ich habe heute mal wieder was Besonderes für euch vorbereitet, denn wie ihr hier sehen könnt, habe ich vier große Rührstäbe, die ganz schön viel Bums haben und man da sich richtig dran auslassen kann, wenn man mal einen zornigen Tag hat. Und was das damit auf sich hat, findest du jetzt raus in dem Video. Ich habe nun letztens eine wunderschöne E-Mail bekommen aus Polen. Denn Another Way ist auf mich zugekommen und hat mir geschrieben, dass sie eine neue Version raus haben von ihren Tau-Set, sowohl Handbremse als auch Shifter. Das war damals mit einer meiner ersten Reviews und schöne Grüße gehen raus an Danzo vom simracehop.de, der mir dieses Set zur Verfügung gestellt hat und ich jetzt dadurch die Möglichkeit bekommen habe, von Another Way direkt das V2-Set zu bekommen. Und was es damit auf sich hat, das gucken wir uns jetzt mal an. Wie du hier schon sehen kannst, gibt es schon so ein paar Unterschiede. Nicht nur äußerlich gibt es ein paar Unterschiede, auch so vom ganzen Aufbau und von der Passform ist das schon ein kleines Wunder. Lasst uns doch mal ganz kurz reingucken und die beiden Shifter von der Qualität her vergleichen und was sich denn jetzt so geändert hat. Wenn wir uns jetzt mal die beiden Shifter so im Seitenprofil angucken, kann man schon sehen, dass Another Way sich sehr verkleinert hat, was mir persönlich sehr gut gefällt. Denn die V1-Version, die wirklich gigantisch gut war und ich sie 3 Jahre gefahren bin und sie heute noch einfach ein absoluter Traum ist, es hat mich wirklich immer ein bisschen gestört, dass dieser Körper vom Shifter etwas groß war. Ich habe irgendwann den Shifter auch einfach andersrum angebaut, dass ich mehr Platz an meinem Rig hatte, weil wenn ich das immer so rum angebaut habe, bin ich hier unten beim Shifter manchmal so ein bisschen unangenehm dran gekommen. Und das haben sie jetzt in V2 geändert, wie man sehen kann. Und es ist viel kleiner geworden. Es ist auch optisch, finde ich persönlich, ein bisschen ansprechender, aber das ist ja, Optik ist ja immer ein bisschen subjektiv. Das nimmt ja immer ein bisschen jeder anders wahr. Aber ich finde es sehr schön, dass es, naja, wenn wir uns das jetzt mal angucken, ein bisschen kleiner geworden ist und kompakter. Das macht die Sache am Rig dann sehr viel angenehmer und viel schöner anzubauen. Was hat sich denn jetzt noch verändert? Wir haben bei beiden die Mountings unten drunter. Also bei dem V2 haben wir jetzt mittlerweile nur noch 2 Löcher. Einmal das vorne und einmal hinten. Wobei ich hinten sehr schön finde, weil man das auch einfach reinschieben kann und dann festschrauben kann. Bei der Festschraubung hinten, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein bisschen kompliziert, weil die Schraube hier unten, die stört ein bisschen. Da muss man immer so ein bisschen schräg reinwürgen, um das festzukriegen. Das hätte man vielleicht ein bisschen schöner gestalten können. Es funktioniert, wenn man da ein bisschen sachte rangeht und nicht wie ich, wie so ein Warni. Was hat sich denn jetzt noch verändert im Gegensatz zur V1? Wenn wir jetzt mal gucken, haben die farblichen Akzente sich geändert. Wir sind in Schwarz gegangen. Viele bauen ja jetzt mittlerweile nicht mehr Silber, geht ja bei Rigs genauso, sondern in Schwarz. Und auch die farblichen Akzente haben sich gewechselt auf so ein Purple im Gegensatz zu Grün. Wenn wir uns jetzt mal die Einstellungsmöglichkeiten angucken von der Grifflichkeit hier oben, kann man hier innen drin sehen, dass wir die Möglichkeit haben, das Ganze noch sowohl nach hier als auch nach da zu kippen, um das für dich einfach ein bisschen besser zu machen bei V1. Das Ganze haben wir bei V2 auch. Und das Schöne ist, das kommt sogar schon in Einzelteilen zu dir und das musst du dann erst zusammenbauen und da kannst du dann für dich einstellen oder du kannst es dann für dich so ändern, wie du es haben möchtest. Du könntest theoretisch den Shifter so anbauen, an Aluprofil hochkant und den ganzen Griff einfach nach oben machen und könntest sozusagen noch mehr Platz sparen, indem du das dann aufrecht hinstellst. Also die Einstellungsmöglichkeiten bei V2 sind auf jeden Fall auch gegeben und da haben sie auch dran gedacht. Was kann man denn jetzt zu der Qualität sagen? Hat sich jetzt die Qualität verschlechtert oder ist sie immer noch auf demselben Level wie V1? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe selten solche Panzer gesehen, bei denen du komplett ausrasten kannst, ohne dass du irgendwas kaputt machen kannst. Also an Another Way eine 1 plus und das mache ich sehr selten, aber die Qualität dieser beiden Produkte als auch bei der neueren Auflage ist wirklich eine 1 plus. Es ist so stabil, es ist alles aus Metall, hier ist kein Plastik dran und du kannst da dran wirklich arbeiten wie ein Warni. Und das Schöne ist, ich habe das jetzt 3 Jahre lang mit diesem Shifter gemacht und hier ist nichts los. Hier wackelt nichts, hier ist alles fest wie am ersten Tag und ich musste nie Schrauben nachziehen. Und den bin ich jetzt auch mittlerweile fast 1 Monat gefahren und hier hat sich nichts dran verändert.
Es ist im Grunde genommen wirklich beim Shifter eine Verbesserung im Gegensatz zu V1, denn es ist platzsparender geworden. Es ist einfacher von den Einstellungsmöglichkeiten und es ist für mich persönlich auch optisch ein bisschen schöner geworden. Wie sieht es denn jetzt bei der Handbremse aus? Wenn wir uns jetzt mal die beiden Handbremsen angucken, wird man sehr schnell feststellen, dass Another Way auch hier sehr viel Platz gespart hat. Sie sind von einer, ja, ich würde sagen, sehr großen, üppigen Handbremse zu einer etwas kleineren, nicht unbedingt schlechteren Handbremse gewechselt. Denn wie man hier sehen kann, ist auch die Handbremse wirklich vom Querschnitt her und von der Fläche her sehr, sehr groß. Auch hier haben wir damals die vier Löcher gehabt zum Mounten. Das hat sich jetzt hier auch wieder verändert. Wir sind jetzt hier wieder mit zwei. Wir haben hinten den Schlitz dran, als auch vorne das Loch. Bei der Handbremse ist es ein bisschen einfacher, die Schrauben reinzuschrauben, denn hier dran vorbei kommst du relativ simpel. Also das haben sie an der Stelle ein bisschen besser gemacht als beim Shifter. Es ist jetzt nicht, es ist kein Ärgernis, aber ich möchte das trotzdem mal mit anmerken. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr es zusammenbaut, dass das vielleicht beim Shifter ein bisschen kompliziert ist. Wenn wir uns jetzt hier die Einstellungsmöglichkeiten anschauen, sowohl bei der alten als auch bei der neuen, sehen wir, dass wir hinten eine Feder haben für die Vorspannung, als auch vorne eine kleinere Feder für die Vorspannung. Und wir können beides sowohl hier als auch da einstellen. Und wir haben auch hier wieder die Einstellungsmöglichkeiten, dass wir die Ganze noch strammer machen können, indem wir das Ganze hier anheben. Die Möglichkeit haben wir hier natürlich auch. Und wir haben auch bei der Handbremse die Möglichkeit, den ganzen Griff bei V1 sowohl wie bei V2 zu verstellen. Das heißt, auch hier wäre es möglich, das Ganze so anzubauen, den hochzuklappen und dann dran zu ziehen. Was ist denn jetzt hier die Verbesserung im Gegensatz zur V1? Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schöner, dass wir es kompakter und kleiner haben. Und ich finde auch das Ziehen und das Auslösen der Handbremse definitiv besser als bei V1. Also V1 ist schon sehr, sehr schön, aber hier ist das vom Ziehen her ein bisschen, wie soll ich sagen, angenehmer, flüssiger. Es fühlt sich ein bisschen runder an. Und auch optisch gesehen sind sie beim Thema geblieben und haben auch ein bisschen was gewechselt. Schwarz, Silber und Lila an der Stelle. Der Rest von den Materialien her hat sich hier an der Stelle nicht wirklich sehr viel verändert. Hier ist auch alles wieder Metall, robust, wie wir es gewohnt sind. Und auch an der Handbremse, da kannst du einfach racken wie ein Warni. Ich habe wirklich selten, und da bin ich ganz ehrlich, Hardware im Haus, wo du so ausrasten kannst. Also das ist bei mir, um euch das zu beschreiben, wenn ich an der Handbremse ziehe, dann zieht sich mein Aluprofil hoch. Weil du daran wirklich so doll ziehen kannst. Also wenn du hier ein bisschen härter einstellen würdest, die Vorspannung, kannst du mit Bizeps-Training machen. Und das wird es nicht jucken. Und da muss ich auch hier an der Stelle nochmals erwähnen, dass ich das unfassbar schön finde, dass es da draußen Firmen gibt wie Another Way, die so viel Wert auf ihr Material legen und dir sowas nach Hause schicken. Kommen wir jetzt am Ende mal zu der wichtigen Geschichte, die meisten Leute interessiert. Wo sind wir denn jetzt hier preislich? Ich nehme die Preise übrigens aus dem simrayshop.de, weil ich mir dort sicher bin, dass ihr, wenn ihr dort einkauft, safe unterwegs seid. Sind wir bei Shifter und Handbremse bei 309 Euro. Nicht beides zusammen, jeweils. Das heißt, die Handbremse 309 und der Shifter 309. Im Vergleich zur alten Version, die kommt 259 Euro je. Dazu gibt es dann noch eine Mounting Plate, wenn du die haben möchtest, die wirklich sehr schön ist. Du kannst das Ganze aber auch über Aluprofile regeln, wie du das jetzt bei mir zum Beispiel am Rig gesehen hast. Jetzt wird sich der ein oder andere sagen, puh, das ist aber ganz schön viel Geld für eine Handbremse und einen Shifter. Jupp, da gebe ich euch recht. Das ist ein sehr stolzer und stabiler Preis. Muss ich euch aber ganz ehrlich sagen, bei V1, was jetzt wirklich jahrelang bei mir im Einsatz war, würde ich sagen, hat sich das definitiv rentiert. Denn die Dinger sind wie neu. Hat sich nicht wirklich viel verändert. Die wirst du wahrscheinlich dein ganzes Leben haben. Das kaufst du ein einziges Mal, das wirst du wahrscheinlich nie wieder wechseln und die Dinger sind granatenstark. Bei V2 ist es bei mir ähnlich, denn nach einem Monat
intensiver Nutzung durch Nesca-Fahren, wo ich den Shifter wirklich sehr viel benutze. Die Handbremse habe ich jetzt zwischendurch mal ein bisschen beim Rallye-Fahren und Driften benutzt, hat sich da auch nichts wirklich verändert. Also die 309 Euro für V2, die gibst du einmal aus. Wenn wir beides kaufen, sind wir bei 618 Euro. Und die wirst du für den Rest deines Lebens haben, außer du hast zwischendurch mal so wie meine Fähigkeiten spielen und sagst, ich brauche mal irgendwas Neues. Das muss jetzt irgendwie ein bisschen anders aussehen. Oder was auch immer wir für eine Hirngespinste haben manchmal. Also von daher, der Preis definitiv gerechtfertigt und absolut solide. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich wundern, warum wir kein Segment hatten, in dem wir im Rig gesessen haben und ich dir zeige, wie man das konfiguriert. Muss man gar nicht. Fand ich total geil. Ich habe ausgepackt. Hab die Dinger angeschlossen, bin in die Spiele rein, hab die Dinger belegt und schwuppdiwupp hat alles funktioniert. Also an der Stelle fantastische Geräte. Plug and play. Rein und ab geht die Post. Also da musst du nicht wirklich groß was machen. Wenn du möchtest, kannst du die Handbremse noch kalibrieren. Das habe ich damals bei V1 gemacht. Aber das ändert sich jetzt auch ehrlich gesagt nicht bei der Wirkung der Handbremse. Das ist dann für die Leute, die wirklich sehr, sehr tief in der Materie drin sind und ihren ganz genauen Schleifpunkt haben wollen, wann die Handbremse denn wirklich reinkickt. Ich sag mal, für Otto-Normalverbraucher ist das nicht wirklich zwingend notwendig. Was ist denn jetzt positiv und was ist negativ an diesen Geräten? Positiv ist für mich definitiv die Verarbeitung der Gerätschaften. Ich habe selten, und das kann ich hier an der Stelle nur wiederholen, ich habe selten so hochwertige Produkte in meinem Haus gehabt, die über Jahre so gut und stabil performt haben. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass V2 auch so sein wird, auch wenn ich es erst einen Monat gefahren bin. Ich werde euch dazu nochmal ein Folgevideo machen, wenn ich sie genauso lange benutzt habe wie V1. Zweitens, und das ist mehr so subjektiv, ich finde, dass Another Way sich optisch definitiv verbessert hat und das Ganze ein bisschen schmaler und schlanker gemacht hat. Wie man bei V1 sehen kann, die sind wirklich sehr groß und sehr üppig und das war manchmal ziemlich schwierig, das ans Rig ranzukriegen. Mit V2 ist das Ganze super simpel gestaltet und nimmt nicht mehr so viel Platz weg. Eine Sache habe ich, die ich negativ finde. Eine. Und das ist wirklich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Bei V1 haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken, haben wir hier die Möglichkeit, mit Klettbändern das Kabel festzumachen. Komischerweise haben sie bei V2 das nicht rangemacht. Warum auch immer. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist hier auf jeden Fall eine ganz kleine Rückentwicklung zu V1. Ist aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Die meisten von uns haben Kabelbinder zu Hause. Es wäre halt nur wirklich schön, wenn es da wäre. Aber ansonsten gibt es hier wirklich nichts, aber auch gar nichts dran auszusetzen. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob du da draußen mit Another Way und diesen Geräten schon mal Kontakt hattest und ob du meine Eindrücke bestätigen kannst. Und dann möchte ich gerne wissen, ob du selber auch schon mit dem Gedanken gespielt hast, dir einen Shifter bzw. eine Handbremse zu kaufen und wofür du die nutzen würdest. Denn in den meisten Fällen sind das sehr spezielle Anwendungen wie Driften, Rallye fahren und die Communities sind gar nicht mal so groß. Gibt es Leute da draußen in meiner Community hier bei YouTube, die das machen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und dann bedanke ich mich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dir dieses Video angesehen hast, ob du es nun kaufst oder nicht. Und dann möchte ich mich bedanken für die Kommentare, die jetzt wieder unter dem Video stehen und dass wir so einen wunderschönen Austausch haben für Menschen, die später mal dazukommen und sich das Ganze hier ansehen und anhand der Kommentare vielleicht noch mehr Informationen kriegen als nur die aus dem Video. Schöne Grüße gehen raus an die Kanalmitglieder. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr den Kanal noch darüber hinaus unterstützt. Und dann sehen wir uns vielleicht im Livestream bei Twitch. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, Kakao.